Willkommen zurück zu Let's Play Sims 2 4 Jahreszeiten. So, Philipp ist jetzt auch nach Hause gekommen. Als Sophie eben draußen Schach gespielt hat, ist ihr ein bisschen kalt geworden. Vielleicht lassen wir sie einfach mal ein heißes Bad nehmen. Das dürfte helfen. Obwohl sie jetzt schon wieder die richtige Temperatur erreicht hat, ne? Darf sie trotzdem baden. Und Philipp braucht was zu essen. Und der muss auch mal ins Bad gehen. So, die Oma hat jetzt 50 Simoleons verdient. Als Verbrecherin. Darf sie erstmal hier unten wieder sauber machen. Und sie müsste eigentlich auch mal auf Toilette. So langsam wäre so ein zweites Bad eigentlich ganz gut. Also sie könnte mal mit ihrer Tochter reden. Die haben sich noch überhaupt nicht unterhalten. Ups, nein, nicht schlafen. Und der Philipp legt sich jetzt mal aufs Bett, um sich so ein bisschen zu entspannen. Und dann, wenn die beiden ausgequasselt haben, wird Sophie sich zu ihm legen und dann können wir mal versuchen, ein Baby zu machen. Ich weiß noch nicht, es klappt nicht immer beim ersten Versuch. Mal schauen. Vorher muss die Oma noch aufs Klo gehen. Wir wollen ja nicht, dass die Oma dabei zusieht. Dann lassen wir sie jetzt erstmal in Ruhe aufs Klo gehen und dann beschäftigen wir sie etwas. So, dann dürft ihr echt erstmal ein bisschen rumschmusen. Ja, sie schmusen und die Oma putzt das Bad. So, und die Oma ist jetzt weg, dann können wir doch mal versuchen, ein Baby zu machen. Und es hat funktioniert. Nämlich dieser kleine Jingle, diese Melodie, die kommt nur, wenn sie auch dabei schwanger geworden ist. Der Ton kommt nicht, wenn es nicht funktioniert hat. Das heißt, in den nächsten paar Tagen bekommen sie dann ihr erstes Kind. So, mal schauen, ob es für die Oma noch irgendwas zu tun gibt hier unten. Und wenn nicht, darf sie dann auch ins Bett.
könnte man hier die Früchte entfernen. Weil man kann nur mit einer gewissen Anzahl von Früchten Saft pressen und die reichen nicht mehr aus, also können wir den Rest gleich mal in den Kühlschrank legen. Obwohl, es ist erst 9:30 bei den Sims. Wenn ich die jetzt ins Bett stecke, ist die mitten in der Nacht wach. Dann... Kreativität braucht sie noch. Dann darf sie ein bisschen Klavier üben. Ein Verbrecher sollte auf jeden Fall kreativ sein. Noch einen Snack knappern und dann auch ins Bett gehen. Dum, 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 dum. Lecker Chips. Ich habe auch Hunger. Ich muss mir gleich mal was zu essen machen. Das Haus schläft. Ich muss mal gucken, die Arbeitszeiten von der Sophie haben sie jetzt ein bisschen geändert. Als Assistenzärztin muss sie erst um 9 Uhr, also um 8 Uhr weg. Philipp hat sich nicht viel geändert, er muss auch um 8 gehen und die Oma ja erst nachmittags. Dann gibt es jetzt Frühstück. Achso, ich habe hier gar nichts angezogen. Na gut, dann macht sie jetzt in Unterwäsche Frühstück. Stört ja keinen. So viel fühlt sich nicht so gut. Er ist ein bisschen schlecht. Das ist halt das erste Anzeichen für die Schwangerschaft. So, die Oma ist jetzt auch aufgewacht. Das ist
Clem, selbst lurdig, like, bis da kein Dorni bei Rad. Malon Dooney, Malon Clark. Ich werde später mal noch hier hinten an der Seite ein bisschen was anbauen, dass ich da noch ein Badezimmer hinmachen kann. Und ich muss mal gucken, das Kind kann man vielleicht mit der Oma in ein Zimmer stecken. Da die Oma auch nicht so viel Schlaf braucht, dürfte ihr das nichts ausmachen, wenn das Kind nachts wach wird. So, da kommt jetzt Sophies Arbeit. Okay. So, Erm ist auch schon los, richtig? Diesmal geht's zur selben Zeit. Und die Oma hat wieder genug zu tun hier. Mit Saubermachen. Und abspülen. So, Müll raus, Zeitung rein. Und da sie bisher nicht so viel Chance hatte, ihr Freundesbedürfnis hier aufzufüllen, weil Sophie und Philipp dann immer gerade was zu tun hatten oder auf der Arbeit sind, muss ich das jetzt wieder übers Tagträumen machen. Und dann geht's im nächsten Video weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.